Hallo und herzlich willkommen zur Runde 29. Auf dem Weg nach Kerwiger gab es für mich zwei schöne Gegenstände und die werden jetzt ordentlich aufpoliert. Drei Aufgaben können wir abgeben und meine Tränke darf ich auch aufrüsten. Alles in allem wieder ein kleiner Schritt nach vorn. So, bevor ich hier mit dir spreche, da war doch auch noch was mit Spezialisierung. Die dritte. Jedes Mal, wenn ihr 100 Energie verbraucht, wird die Abklingzeit eurer ultimativen Fertigkeit um 4 Sekunden reduziert. Wenn ihr eine ultimative Fertigkeit verwendet, wird die Abklingzeit eurer anderen Fertigkeit abgeschlossen. Eurer anderen Fertigkeiten abgeschlossen. Auch ganz nett, aber irgendwie habe ich die Kompo-Punkte liebgewonnen. Ich kann mir nicht helfen. Kommen! Der Bedienstete Wilfred braucht dringend Heilvorräte. Alles, was du hast, schick den Wagen los. Der arme Mann muss damit alle Hände voll zu tun haben, so viele Verwundete zu behandeln. Ich packe alles zusammen, was ich entbehren kann, und schicke es ihm sofort. Perfekt. Schön, wenn kooperiert wird. Und schön, wenn hier auch mal an die anderen gedacht wird. Drüben in Brastack ist ein ganzer Haufen Ritter, die nur darauf warten, unser Getreide zu kaufen. Vergesst das verdammte Getreide. Ich schleppe das nirgendwo hin, während diese Dämonen herumstreunt. Soll ich? Aber nur, wenn die Bezahlung stimmt. Und wen haben wir hier? Cory. Warum seid ihr hier? Das Hügelland ist meine Heimat, aber Sanctuario ist dieser Tage gefährlich und meine Eltern, meine armen Eltern werden immer älter. Wer wird ihr Zuhause beschützen? Ich würde nach ihnen sehen, aber die Straßen sind nicht sicher. Vielleicht könnt ihr meinen Vater Phelan aufsuchen und nachsehen, ob sie mich brauchen. Und warum gehst du nicht einfach hin und fragst, ob sie irgendwelche Probleme haben? Naja, gut. So, dir kann ich doch auch schon mal ein bisschen was verkaufen. Zum Beispiel das, den Bogen, die Halskette, Hose, Vielen Dank, Krummsäbel. werter Freund. Bitte, bitte. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Rest wird verwertet. Oh, so viel schöne Sachen. Das mal kurz rüber, das dahin. Ordnung muss sein. Ihr kennt mich. Oh nö! Zermahlene Tierknochen benötigt 5 Stück. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Moment. Das geht doch bestimmt auch anders. Zermahlene Tierknochen. Zermahlene Tierknochen. Zermahlene Tierknochen. Verdammt. Da sehe ich's nicht mit drin. Oh, wo bekomme ich denn das her? Ich habe die Materialien nicht. Ja, ich will's aber gern lesen. Wird durch das Töten von Bestien, Tieren sowie Werkkreaturen gewonnen. Ja, und wieso habe ich das bis jetzt noch nicht? Schlecht. Bekomme ich wahrscheinlich im Umland. Dann war das nichts mit Trank aufrüsten, aber zum Schmied können wir ja noch mal rüber. Pass mal auf. Moment. Das ist der falsche
Kandidat. Oh. Naja. Weg damit, weg damit. Besser als bei Null anzufangen. So sieht's aus. Da weiß jemand, wovon er spricht. Oh, ein Ring. Maximales Leben 57. Schaden gegen eingefrorene Gegner. Lebensregeneration, wenn kein Schaden erlitten wurde. Hey. Aber der macht auch noch Schaden gegen Gegner in der Nähe. Schade drum. Aber es ist, wie es ist. Was noch übrig ist, fragt ihr. Hab ich gar nicht. Ist gelogen. Dann müsste ich... Halt, da kann ich doch gleich stehen bleiben. Wir wollen noch aufwerten. Und zwar das gute Stück. Was gibt's dazu? Alles. Hoi, hoi, hoi. Einmal. Zweimal. Natürlich, dreimal. Leider, letzte Stufe noch nicht möglich. Bindender Schutz benötigt. Muss was repariert werden? Nein. Dann bitte jetzt gleich noch den Bogen. Oh. Oh. Auch noch die letzte Hier Stufe. Hier sind ein paar solide Teile. Hab ich ja auch mitgebracht. Was fehlt jetzt noch? Das Einsetzen der Edelsteine. Kann ich da wieder welche verbessern? Könnte ich. Muss noch was entfernt werden? Ja. Entsockeln, bitte die beiden hier. Schädel, Schädel, Schädel. Gut, dachte, da ginge jetzt wieder was. Schmuck hatte ich schon alles auf letzter Stufe. Okay. Truhe gibt's doch. Oh, ganz da oben in der Ecke. Moment. Seht, Arida, Nafhain und Donan, welche den Tagen der Asche ein Ende setzten. Möge euch ihr Sieg an das Licht erinnern, das wir miteinander teilen. Kleine Info zwischendurch. Ja, 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 die anderen beiden Aufgaben werden auch gleich abgegeben. Nur keine Hektik. Ja, wie jetzt? Worum? Hier. Ja, Rulf? Wie laufen die Geschäfte? Oh, ich kann mich nicht beklagen. Ich schätze, das wäre eine Sünde gegen den Vater. Wie steht es um die Kathedrale? Nun gut, solange Donan für sie spricht. Er kennt das Tal und hat dafür geblutet. Die Kathedrale hat Glück, dass sie ihn hat. Belassen wir es dabei. Okay. Was wisst ihr über diese gehörnte Frau? Hey, so ein Gerede will ich hier nicht hören, verstanden? Okay. Die Leute sind so schon nervös genug. Alles klar. Mein Mund bleibt verschlossen. Anun. Verdammt stark. Was ist das für ein Gesöff? Das ist nur Glenbier, Schätzchen. Unsere Kinder trinken das zum Abendbrot. Ach, was eine Weichwurst. Kommode? Ach, Moment. An die Truhe will ich ran.
rüber damit. Das kommt dahin. Das so. Hier der Diamant. Gelb gibt's noch gar nicht. Was kloppen wir da jetzt drauf? Och, mittlerweile 105 Schadenspunkte mehr. Da kommt was bei rum. Wieder 5 Leben beim Töten eines Gegners oder Schaden für Basisfertigkeiten? Eher nicht. Schaden von ultimativen Fertigkeiten? Ja, fast 10% würde sich durchaus beim Schattenklon bemerkbar machen. Kritischer Trefferschaden bei Gegnern, die unter Kontrollverlust leiden? Nicht mein Fall. Kritischer Trefferschaden gegen verwundbare Gegner? Dann bleib ich doch mal beim ledierten Schädel. Rein damit. Austauschen. Der kommt noch weg. Der darüber. Und dann bin ich startklar. Einiges hat noch etwas Wert. Aber nicht dieser Bogen. Wie schaut's? Hier, Raygars Chroniken. Auf zum Feuerbruchanwesen, von dort dann mal kurz nach Süden. Und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Dann schön in die Wildnis rein. Vielleicht gibt's ja ein bisschen davon, was ich zum Aufwerten der Tränke brauche. Ich habe ein paar von Breakers Büchern geborgen. Meine Güte, ihr habt etwas davon gefunden. Herrin Breakers Werk. Ich dachte, sie wären beim Angriff verloren gegangen. Sie war ziemlich gebildet, wisst ihr. Danke, gütiger Wanderer. Von ihrem Vermächtnis ist nicht viel übrig, aber dies wird sicherlich das Gute würdigen, das diese Familie für Scotland getan hat. Das wollen wir hoffen. Regers Chroniken abgeschlossen. Belohnung, Wiederverwertungstruhe, Fieberkristall. Wunderschön, aber warum nur einer? Da ist man wieder geizig. Was wollt ihr? Da macht's einmal Rums und da seid ihr schon wieder fort. Ein einfacher Bogen. Ich konnte ein paar Runentafeln sammeln. 3 Stück. Um genau zu sein. Danke. Darin befinden sich zahlreiche Lehren, Gebete und Weisheiten, die von Fiacla Gea selbst überliefert wurden. Das Leben ist eine endlose Lektion. Und es gibt noch so viel zu lernen. Dem stimme ich zu. Nächste Nebenaufgabe. Abgehakt. Das heißt, jetzt für uns wieder zurück nach Carrigar. Könnte ich mal kurz hier unten rausschauen, das Gebiet aufdecken. Ansonsten würde dann die Reise Richtung Osten gehen. So der Plan.
wer lässt das denn dort liegen? Der hier was anderes hat an Kuriositäten. Wenn ihr mich nicht losschneidet, könnt ihr euch gleich verziehen. Dann tschüss. Wärst du freundlicher, hätte ich es mir vielleicht mal überlegt. Ah, 75. Benötigt Stufe 19. Oh ja, hier sehe ich mal. Hochwertige Reittiere, hochwertige Ställe. Wie weit ich voranschreiten muss? Schreitet in der Kampagne voran und schließt Reittier Donans Gefallen ab. Wenn ich jetzt wüsste, ob das nur eine Teilquest ist oder erst ganz am Ende der Aufgabe für den Akt. Das stinkende Ackerland. Ich könnte natürlich auch mit Fellen im Hügelland sprechen. Na kommt. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Heulermoos. Aha. Der Großteil der Inschrift fiel dem Lauf der Zeit zum Opfer. Ein paar kaum lesbare Worte lauten: Büßt eure dunkelsten Sünden. Keine Lust dazu. Als hätte ich welche. Bitte nicht wieder so eine komische Behausung, in der ich nicht weiß, was ich tun soll. Verkommener Keller. Säubert den Keller. Wie immer. Wer beschwört hier? Huch! Was geht hier vor sich? Wieder in den Boden stampfen.
mit der Meisterschaft, das muss ich nochmal üben. Aber trotzdem, danke für alles andere. Augenblick. Wo wollte ich eigentlich hin? Doch nach oben. Wieso latsche ich nach unten? Großes Fragezeichen. Ruckzuck. Nu guck. Wollt ihr noch mal? Könnt ihr? Goldmenge wird größer. Eure verfluchten Schutzsteine haben nicht viel geholfen, Druide. Ich habe euch gesagt, man muss alle platzieren, damit sie wirken. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss mich um einen Hof kümmern und dieses Chaos beseitigen. Sie werden funktionieren, Phelan. Ihr müsst mir vertrauen. Darf ich euch meine Hilfe anbieten? Was ist hier los? Die verdammten Drecksziegenmenschen haben wieder angegriffen. Wonach sieht es denn aus? Na, genau danach. Tut mir leid, Fremder. Das war unhöflich von mir. Es war der 5. Angriff in diesem Monat. Ich weiß nicht, wie viele weitere wir überleben können. Der Druide da drüben hat ein paar Schutzsteine mitgebracht. Sollen die dreckigen Ziegenmenschen fernhalten. Wenn ihr etwas ehrliche Arbeit sucht, könnte ich damit Hilfe brauchen. Ich bezahle euch natürlich, aber haltet die Augen offen. Es sind garantiert noch mehr von den verdammten Dingern unterwegs. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Mit Sicherheit. Aber ich hätte da noch einen anderen Wunsch auf dem Herzen. Corey hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um euch. Ihr habt mit Corey gesprochen? Ich kann nicht glauben, dass er sich überhaupt an seine Familie erinnert. Ich musste den Faulpelz vor Monaten aus dem Haus werfen, weil er nicht arbeiten wollte. Bis jetzt habe ich keinen Mucks mehr von ihm gehört. Besser für ihn, wenn er in Kerrigar bleibt. Und für uns auch. Oh, der Arme. Schon erledigt? Okay. Was plagt das Hügelland? Naja, da gibt es diese verdammten Ziegenmenschen. Jedes Jahr sind es mehr. Und die Spinnen haben die Felder der Qual überrannt. Aber wir Bauern im Hügelland sind Ärger gewohnt. Wir können uns um unsere eigenen Probleme kümmern. Ja, das sehe ich.
ist klar. Wer's glaubt? Was haltet ihr vom Druiden, Arthur? Ich bin alt genug, um mich an die Zeit zu erinnern, als hier Druiden waren. Dann kam Astaroth und die Druiden verließen uns. Ach, wir mussten so lange ohne sie zurechtkommen. Ich will nicht sagen, dass Druiden schlecht sind oder so, aber ich glaube nicht, dass wir einen Welpen brauchen, der uns sagt, wie es läuft. Oh, wieso? Kann er nichts? Erzählt mir von euch. Ich bin hier im Hügelland mit den Geschichten vom Leben vor Astaroths Ankunft aufgewachsen. Ich zog fort, um ihre Gebräuche zu studieren, damit ich diese Tage zurückbringen kann. Wir haben das Hügelland schon zu lange ohne Schutz und Führung gelassen. Das werde ich ändern. Was plagt das Hügelland? Die Dinge standen schlecht, als ich ging, aber das ist noch viel schlimmer. Die Khazra hatten sich noch nicht aus den Hügeln herabgewagt. Es gab kein Werwolf-Problem. Aber da ist noch etwas. Ein Schatten, der über allem liegt. Die anderen wollen noch nicht mit mir darüber reden, aber haltet eure Augen und Ohren offen, Abenteurer. Das werde ich. Schutzsteine der Druiden. Ach so, darf ich einfach so mitnehmen und da unten jetzt platzieren. 3 Stück. Das bekommen wir ja heute sogar noch hin. Dann mal gleich raus. Nichts da. Finger weg. Was habt ihr davon? Schrein des Schutzes. Kann man gebrauchen. Sag ich nicht nein zu. Sind sie wieder die Großen? Ich bin noch nicht bereit. Das hast du aber zu sein. Hinfort mit euch! Oh. Wirkt noch gar nicht. Was ist das denn für ein Schutzzauber?
Schutzsteine stehen. Auftrag ausgeführt. Ich habe die Schutzsteine platziert. Wir werden sehen, wie gut Arthas Magie funktioniert. Ich persönlich bevorzuge eine direktere Abschreckung, die auch Ziegenmenschen verstehen können. Ah, die verfluchten Bestien haben sich in die Gruben am südlichen Ende des Hügellands verzogen. Sie werden von einem großen, hässlichen Rohling namens Schwarzhorn angeführt. Wenn wir den Kopf dieses Bastards aufspießen, wird ihnen das zeigen, was passiert, wenn man das Hügelland angreift. Da ist schon was dran. An der Überlegung. Der ist auch nicht so weit weg. Da gleich noch eine Nebenquest. Ach Leute, dann machen wir es so. In der nächsten Folge nochmal von Carrigor aus aufbrechen. Nehmen uns die Nebenquest mit. Absolvieren diese Mission. Und dann könnte man dran denken. Ungezähmte Natur mitzunehmen. Beziehungsweise dorthin aufzubrechen. Von da aus ist ja... Oh, Moment. Können wir auch jetzt schon? Warum denn nicht? Ich spekuliere jetzt mal darauf, dass dort auch wieder ein Wegpunkt existiert. Da machen wir doch mal mit. Bitte Wegpunkt, bitte Wegpunkt, bitte Wegpunkt. Der Torf von Daudur. Unten rum, dass das auch noch aufgedeckt wird. Loch rät. Was habe ich begonnen? Moment, war nicht meine Absicht. So viel Erz und so viel Edelsteine. Geschmeidig umbügeln. Och, wo kommen sie denn alle her? Ich bin noch nicht bereit. Doch. Yeah.
Meine Truhe. Nicht. Oh, Moment. Was? Nein, halt. Unten rum und rein. Ihr miesen Hunde, ihr. Darf ich denn hier mal durch? Ich bitte sogar darum. Hallo? Stärke. Nein! Jetzt ist hier zu. Wahnsinn, wieder Nebenquests. Verflucht. Dieses übergroße Ungeziefer hat eine weitere Falle zerstört. Na prima. Ankunft in Tiermeer. Tiermeier? Egal. Wegpunkt noch aktivieren, aber das soll's dann auch. Der ganze Wald ist dem Wahnsinn anheimgefallen. Wir werden nicht noch einmal dorthin gehen. Gut. Das soll's dann aber auch für heute gewesen sein. Oh, 1, 2, 3. Plus ungezähmte Natur. Auf dem Weg hierher gab's doch auch noch 2 Stück. Ach, sehe ich jetzt nicht mehr. Egal. Plus aus, vorbei, Schicht im Schacht. Muss ja auch mal sein. Und so sage ich wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.